Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Squad Building Challenge Prediction, genauer gesagt mal wieder zu einer Top-Partien-Prognose und vielleicht noch einen kleinen Hinweis auf eine weitere Squad Building Challenge, die auch noch eventuell anstehen könnte. Da möchte ich euch vielleicht auch noch mal ein paar kleine Tipps mit auf den Weg geben, was ich da investiert habe. Und ich würde sagen, wir fangen wie immer an mit den Top-Partien. Ich habe mir wieder 5 Partien rausgesucht, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie eine Squad Building Challenge geben können oder bringen können für uns am Wochenende. Und zwar ist es das Topspiel in der Premier League, das erste Spiel, was ich mir rausgesucht habe, nämlich Arsenal gegen Chelsea, was meiner Ansicht nach eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, zu kommen in den Squad Building Challenges. Und ihr seht schon, ich habe hier wirklich jede Menge Arsenal-Spieler, also ich muss mir eigentlich hier überhaupt keine Gedanken machen. Ich habe alle Nationen oder viele verschiedene Nationen und die meisten hier sind auch untradable, das heißt, da muss ich auch gar nichts wirklich investieren in Arsenal-Spieler. Ich kann euch empfehlen, falls ihr wenige Arsenal-Spieler oder keine habt, holt euch einfach so ein paar günstige, seltene Spieler, wie zum Beispiel Ospina oder Oxlade-Chamberlain oder Debuchy, Welbeck, Coquelin. Das sind auf jeden Fall richtig günstige Spieler von den Vereinen, die ihr gut in so einer Challenge einbauen könnt. Natürlich auch ein paar Non-Rare-Karten könnt ihr auch kaufen. Jetzt bleibt euch überlassen, wie viel Budget ihr habt. Wahrscheinlich werden wir wieder nur 2 Spieler von den Vereinen brauchen oder wahrscheinlich sogar nur einen. Deswegen ist es eigentlich nicht so wichtig, welche Spiele ihr da kauft. Vielleicht mal von verschiedenen Nationen natürlich schaut, dass man von jeder einen hat oder auch ein gutes Rating noch dabei hat. Deswegen gehen wir direkt mal zu Chelsea, schauen wir mal, was wir von Chelsea im Verein haben. Das sieht schon ein bisschen dürftiger aus, da haben wir jetzt nur 3 seltene Goldkarten, einen Silberspieler und einen Bronzespieler und natürlich unsere SBC-Karten, die wir wahrscheinlich nicht verschicken werden in der Challenge. Aber mit Batshuayi, Zuma und Musonda haben wir, denke ich, schon mal eine gute Grundbasis. Vielleicht bräuchten wir dann noch einen Engländer oder so, der könnte uns dann vielleicht noch helfen. Loftus-Cheek ist jetzt wahrscheinlich nicht der, den wir in der Challenge verwenden können, weil er Silber nur ist. Deswegen würde ich sagen, kaufen wir einfach mal noch einen Goldspieler von Chelsea ein. Und dann haben wir da, denke ich, auch mal vorgesorgt. Schauen wir einfach mal, was der günstigste Engländer von Chelsea ist aktuell. Ihr seht schon, ich habe nicht so viel Coins am Start aktuell. Deswegen können wir da auch nicht sonderlich viel investieren. Cahill ist hier mal relativ günstig, 1300 Coins. Den packe ich auch direkt mal in den Verein. Falls irgendwann mal eine Squad-Building-Challenge kommt oder so, wenn wir ein hohes Rating brauchen, können wir den auf jeden Fall verwenden. Dann steigt er auch im Preis, also das ist eigentlich egal, ob wir den jetzt für eine Challenge am Wochenende brauchen oder irgendwann anders. 1300, da macht man, denke ich, nichts falsch. Und dann haben wir für die Challenge, falls sie kommt, auch schon mal vorgesorgt. Dann würde ich sagen, kommen wir auch gleich mal zum zweiten Spiel. Und das findet in der Ligue 1 statt und ist das Topspiel. Erster gegen Zweiter, AS Monaco gegen OGC Nizza. Und ihr seht schon, ich habe hier nur 2 Goldspieler von Monaco, was möglicherweise auch schon reichen könnte für die Challenge. Aber möglicherweise brauchen wir hier Franzosen, was natürlich immer sein kann. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das gleiche, was wir jetzt auch schon bei Chelsea gemacht haben und kaufen einfach mal einen Franzosen, der Gold ist von von Monaco natürlich. Und da schauen wir auch gleich mal, wer der günstigste ist. Wir wollen natürlich nicht viel ausgeben. Und da gibt es auch scheinbar Mendy, der relativ günstig ist. Der wahrscheinlich nur 450 Coins oder so kostet. Okay, 550 nehmen wir mit. Und dann haben wir, denke ich, auch für AS Monaco, wo wir wahrscheinlich nicht mehr als einen Spieler brauchen, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, vorgesorgt. Und dann schauen wir auch gleich mal noch, was wir von Nizza im Verein haben. Da ist natürlich auch immer interessant. Nizza, die haben, glaube ich, auch relativ viele Nationen. Wir haben einen von der Elfenbeinküste und 2 Non-Rare-Franzosen. Hier ist dann die Frage, brauchen wir seltene Karten in der Challenge? Brauchen wir vielleicht mehrere Franzosen? Die haben wir auf jeden Fall schon. Einen aus einer anderen Nation haben wir auch, aus der Elfenbeinküste. Und jetzt schauen wir vielleicht mal noch, dass wir eine seltene Karte kaufen. Eine seltene Goldkarte. Bin ich mir gar nicht sicher, wen es da gibt. Oder ich weiß es gar nicht genau, ehrlich gesagt, ob es da günstige Goldkarten gibt. Seltene Goldkarten. Schauen wir einfach mal nach.
650 haben wir schon einen gehabt. Den Cosiello natürlich. Der aussieht wie 12 Jahre und den würde ich sagen, kaufen wir einfach mal. Falls wir einen seltenen Spieler brauchen, haben wir den im Verein. Dann sind wir da, denke ich, auch gut vorbereitet. Cosiello hat ein solides Rating, 79. Wird uns da helfen in der Challenge, falls die Challenge kommt, natürlich immer vorausgesetzt. Also ist alles ohne Gewähr, was ich hier sage, die Partien. Habt ihr auch bei der letzten Prognose gesehen, vorletzte Woche, dass da wirklich alles nicht gestimmt hat. Leider muss ich dazu sagen, der Supercup-Spiel, das ich da gewählt hatte, war schon so ein Geheimtipp, wo ich mir gedacht habe, das könnte auf jeden Fall kommen. Wie dem auch sei, kommen wir zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Und das ist ein Spiel, was wieder ein Pokalspiel und wieder ein Supercup-Spiel ist. Und diesmal findet das Ganze in Argentinien statt. Und zwar zwischen den Vereinen River Plate und Lanús, CA Lanús, wie auch immer man die ausspricht. Schauen wir einfach mal, ob wir von den beiden Vereinen irgendwelche Spiele haben. Ich glaube, River Plate hat auf jeden Fall einige seltene Goldspieler. Oder natürlich auch Rare-Goldspieler. Also wir haben auf jeden Fall drei Goldspieler, auch verschiedene Nationen. Silberspieler auch am Start, deswegen haben wir da, denke ich, ganz gut vorgesorgt. Wenn ihr vielleicht euch auf dieses Spiel vorbereiten möchtet, wenn ihr denkt, das ist eine Möglichkeit, also das ist ein Supercup-Finale, könnt ihr da auch versuchen, mal linke und rechte Verteidiger zu kaufen. Die wahrscheinlich relativ günstig sind aktuell noch, aber wenn dann die Challenge kommt, werden die auf jeden Fall sehr ansteigen. Aber das ist natürlich wieder wie beim vergangenen Supercup-Finale auch wieder höchste Vorsicht geboten, also nicht zu viel zu investieren. Ist natürlich sehr riskant, wenn man da viele Coins reinsteckt. Jetzt schauen wir nochmal von dem anderen Verein von Lanús aus der argentinischen Liga, dass wir da noch ein paar Spieler mitnehmen. Genau, die haben glaube ich auch Goldspieler, wenn ich mich da nicht täusche. Genau, die haben sogar einige seltene Goldspieler. Würde ich sagen, nehmen wir einfach mal die günstigsten Spieler mit. Den Martinez, den Monetti hier. Wobei Torhüter braucht man eigentlich nicht unbedingt. Aber wir nehmen ihn trotzdem mal mit, weil er 400 Coins kostet. Schadet nichts auf jeden Fall. Und dann sind wir auch bald schon pleite. Deswegen können wir hier nicht mehr so viel investieren. Ich schaue auf jeden Fall nochmal auf linker Verteidiger und rechter Verteidiger, was wir da noch mitnehmen können. 400 gibt es da schon mal keinen. Schauen wir einfach mal. Die haben einen seltenen und der kostet richtig viel Geld. 2000 Coins. Also wenn ihr da wirklich Coins zur Verfügung habt, die ihr nicht braucht und vielleicht ein bisschen risikobereit seid, könnt ihr euch auf jeden Fall mal den Linksverteidiger hier holen. Für 2000 Coins ungefähr. Oder wir schauen auch mal rechter Verteidiger, was dort so im Angebot ist. Auch dort haben sie nur einen seltenen Spieler. Und den werde ich mir auch, denke ich, mal holen. Der ist ziemlich günstig. 550 Coins habe ich jetzt hier schon gesehen. Gibt es auch für 350 Coins. Also wenn da wirklich die Challenge kommt, dann könnte der richtig teuer werden. Zumindest auf ein paar tausend ansteigen. Deswegen werde ich mir hier auch gleich mal zwei oder drei holen. Genau, lassen wir uns noch ein bisschen Coins übrig, falls wir nochmal für eine andere Challenge was kaufen müssen. Die anderen beiden speichere ich mal auf der Transferliste. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Partie, die ich euch zeigen möchte. Und das ist aus Portugal, aus der Liga NOS. Das Spiel Zweiter gegen Dritter in Portugal. Nämlich FC Porto gegen Sporting Lissabon. Und dort, ja, brauchen wir wahrscheinlich nicht auf den Transfermarkt schauen. Dort gehe ich davon aus, dass wir viele Spieler im Verein haben. Schauen wir auch gleich mal Liga NOS. FC Porto. Genau, von Porto haben wir jede Menge Spieler, also da müssen wir auf jeden Fall nichts kaufen. Und von Sporting. Von Sporting haben wir jede Menge Spieler. Von daher, wenn ihr euch da hier zum Beispiel einen Silver kauft oder was weiß ich, einen Bastost oder wie sie alle heißen, die ihr hier seht, die kosten alle wahrscheinlich Mindestpreis und deswegen kann man sich die ruhig mal gönnen. Da macht man auch auf jeden Fall so gut wie keinen Verlust, auch wenn da keine Challenge kommt.
Und wenn eine Challenge kommt, dann kann man sie verwenden. Wenn nicht, entweder behalten für eine zukünftige Challenge, für die Portugiesen-Challenge, die es ja aktuell oder dauerhaft gibt. Oder einfach wieder verkaufen oder abstoßen, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall kein großes Risiko dabei, sich hier Spieler zu holen. Jetzt zum Schluss habe ich noch ein kleines Spiel, was ich auch noch nennen möchte. Und zwar ist es Juventus gegen Inter Mailand. Aber dem Spiel gebe ich relativ geringe Chancen. Aber dafür gilt eigentlich das Gleiche wie für die anderen Spiele. Kauft euch ein paar Spieler, wenn ihr wollt, wenn ihr glaubt, das könnte eine Top-Partie werden. Juventus gegen Inter, von den beiden Mannschaften habe ich auf jeden Fall viele Spieler im Verein. Das weiß ich. Und die zieht man ja auch immer in Goldsets, die normalen Non-Rare-Karten und so weiter. Also, wenn ihr da keine habt, könnt ihr euch ja mal ein oder zwei kaufen. Wenn nicht, dann, oder wenn ihr schon genug im Verein habt, müsst ihr euch darüber keine Gedanken machen. Und jetzt kommen wir abschließend noch zu einem kleinen Investitionstipp. Ich zeige euch hier mal ein paar Screenshots hier. Und zwar geht es um die Once-to-Watch-Karten. Da könnte es möglicherweise sein, dass eine Squad-Building-Challenge kommt, wo man eine Once-to-Watch-Karte oder eine Chance auf eine Once-to-Watch-Karte hat. Und für diese Challenge habe ich mich ein bisschen vorbereitet, muss ich sagen. Und ihr seht schon hier die ganzen Pepe Reinas, die ich mir geholt habe. Alle 84er Bewertungen. Und die habe ich mir geholt für 1900 aktuell. Ist er schon ein bisschen gestiegen, ist glaube ich jetzt bei 2200 oder so angesiedelt. Und ich würde euch einfach raten, ein paar 84er im Verein zu haben oder beziehungsweise auf jeden Fall ein paar 84er euch zu holen, weil wenn es da wirklich wieder mal eine Challenge gibt, demnächst, wo man 84er Teamrating braucht, dann werden diese Spieler auf jeden Fall wieder enorm im Preis ansteigen. So auf 5.000 bis 6.000 Coins schätze ich mal, wie bei der letzten Team der Woche Challenge vorm Team of the Year. Und ja, 84er sind aktuell sehr, sehr günstig, 2.000 Coins. Und bei so einer Challenge, Team der Woche Challenge, die es ja schon gab, haben die dann immer so 4.000, 5.000 gekostet mindestens. Also kann ich euch das wirklich nur ans Herz legen, falls ihr Coins habt, die ihr nicht braucht, die ihr auf dem Konto liegen habt, investiert die jetzt in hochbewertete Spieler 84er. Ihr könnt möglicherweise auch 85er oder 86er nehmen, aber ich denke mal 84er ist die sicherste Investition bei den ganzen Spielern. So habe ich es gemacht, zumindest haben mir einige Pepe Reinas jetzt hier geholt von den Coins, die ich noch hatte. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr wieder weitere Squad-Building-Challenge-Prognosen und so weiter sehen möchtet. Lasst gerne auch ein Abo da, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wie immer im nächsten Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Jules, haut rein.